Rosies. Heute geht's um Asexualität und Sexsucht und Erfahrungen und Infos. Ich kann leider keine Erfahrungen zu dem Thema teilen, weil ich nicht asexuell bin und auch nicht sexsüchtig. Aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Internet für euch und wollte euch ein bisschen was drüber erzählen. Und ich hoffe, ich kann euch dabei weiterhelfen, falls es Leute da draußen gibt, die uns zuschauen, die das Thema betrifft oder einfach nur Leute, die sich dafür interessieren. Genau, also ich fange erstmal mit der Sexsucht an. Dadurch, dass ich selber keine Erfahrungen habe, habe ich mich ja im Internet schlau gemacht, wie gesagt. Und deswegen lucke ich vielleicht ab und zu auf meinen Laptop und ich hoffe, das ist kein Problem, wenn ich da ein bisschen was ablese oder was aus dem Internet rauslese. Klar, könnt ihr dann auch selber was im Internet nachlesen, aber vielleicht ist es auch schöner, wenn ich euch da was ein bisschen erzähle und ein bisschen zusammengefasst und was weiß ich. Also fange ich mal mit der Sexsucht an. Also, was ich immer in Medien von Sexsucht höre, ist dann immer, wenn irgendein Promi erzählt, oh, ich habe meine Frau betrogen, aber ich kann nichts dafür, ich bin sexsüchtig. Wobei ich das nicht bei jedem Promi abkaufen kann, weil eigentlich eine Sexsucht ja echt eine Sucht ist, die man mit anderen Sachen, anderen Suchtverhaltensweisen vergleichen kann. Das ist eben schwer irgendwie abzutrennen, also ob jetzt wirklich jemand sexsüchtig ist oder ob er das einfach nur sagt, als weiß ich, Ausrede seiner Seitensprünge oder eben dieses, ich sag mal, krankhafte Verhalten oder dieses drunter leiden, wenn man es nicht hat, wenn man halt abhängig ist von der Sache und eben andere Sachen dann eben vernachlässigt, wie zum Beispiel, ich weiß ja nicht, eine richtige Beziehung führen und dann, oder andere Sachen, einen Job oder alles Mögliche eben, nur um dieser Sucht nachzugehen. Und ich habe da einen Erfahrungsbericht vorhin gelesen und da ist eben jemand gewesen, der diese Sucht nicht stillen konnte bei seiner Freundin und sie betrogen hat und erst nachdem er seine Sucht sozusagen in dem Moment gestillt hat, hat er gemerkt, hey, ich habe da einen Fehler gemacht. Und er hat gemerkt, dass das nichts ist, also dass er mit seiner eigenen Freundin nicht so viel haben kann, wie er es braucht. Und er sehr, sehr drunter leidet, weil er auch allein schon im Job, also er meinte eben, dass er schon allein im Job bei irgendeiner Art von Kontakt mit einer Frau sexuelle Assoziationen hatte, die es einfach unmöglich gemacht haben, normal zu arbeiten. Und da sieht man schon, dass eben diese Sex so nichts zu spaßen ist, denke ich mir mal. Weil das eben einen beeinträchtigt und weil das eben, also die betroffene Person, denke ich mal, drunter leiden können auf lange Sicht. Und bei einer richtigen Sexsucht müsste man eigentlich sich in Behandlung, glaube ich, begeben, soweit ich weiß. Also er hat sich in Behandlung begeben, weil er einfach nicht wusste, was er anders machen hätte können. Weil wenn er schon eine Frau gesehen hat auf der Straßenseite, wollte er sie und er meinte eben, dass er sich selber schlecht damit fühlt, weil er nicht die Frau so schätzt, sondern einfach nur diesen Akt. Und da ist es eigentlich egal, wer es ist, in seinem Fall jetzt. Ich kann jetzt nur von dem Fall sprechen, von dem ich jetzt gelesen habe. Und er hat eben nicht mehr die Frau geschätzt oder sie, sondern einfach nur den Akt selber und seine Befriedigung, die er danach eigentlich wieder und wieder haben wollte. Genau, und diese Sucht konnte er nicht stillen und damit konnte er auch nicht mehr leben und hat sich dann eben in Behandlung begeben und meinte eben, dass es dadurch ein Stück weit besser wird, aber er noch länger eben diese Behandlung weiterführen möchte. Ja, er meinte eben auch, dass sich eben alles nur noch um Sex gedreht hat. Alles, was er gemacht hat, Einkauf, Job, Besuch bei Freunden, was weiß ich. Also alles hat sich darum gedreht und er konnte kein normales Leben mehr führen, ohne seinen Kopf immer dabei zu haben, hier und so weiter. Und er meinte eben auch, dass es eben schwer ist, eine Beziehung zu führen, weil er eben Angst hat, wieder und wieder sie zu betrügen und die Person eben zu betrügen, mit der er zusammen ist. Und er eben Angst hat, jemandem sowas anzutun, so einen Betrug. Ja, wenn ihr vielleicht was davon euch auskennt oder
jemanden kennt oder was weiß ich, würde ich mich freuen, wenn ihr zu dem Thema was darunter schreiben könnt, weil ich eben noch nicht so viel drüber weiß, aber wäre ganz interessant, mal so einen kleinen Meinungsaustausch oder so zu vollziehen. Ja, genau. Also ist eben eine Sache, mit der man nicht spaßen kann und das auch nicht als Ausrede benutzen kann, wenn man jemanden betrügt, einmal oder so, weil man nicht sagen kann, ja gut, ne? Das ist nämlich ein bisschen unsensibel denen gegenüber, die vielleicht wirklich betroffen sind. Ja, zum zweiten Thema, Asexualität, ist ja eigentlich genau irgendwie andersrum. Also man könnte es schon, also man, es ist sowas wie, also es ist eine sexuelle Orientierung, genau, ich konnte von selber jetzt nicht wirklich viel über die Asexualität sagen. Da habe ich ein bisschen im Internet geschaut und da gibt es eine ganz gute Internetseite auch für Leute, die vielleicht, also die asexuell sind, die vielleicht ein Forum suchen oder vielleicht ein paar Fragen beantwortet haben wollen. Die heißt asexuality.org. Ja, und da gibt es einen deutschen Teil davon. Und es ist anscheinend das einer der größten Foren im Internet zu dem Thema. Und genau, und die haben eben eine gute Beschreibung, dass eben Asexualität bedingt kein Ekel oder Abneigung gegen Sex ist, sondern lediglich einfach nur kein Verlangen an sexuelle Interaktion vorhanden ist. Also es ist nicht so, dass sie sagen, nur dass sie einfach keine Lust, was heißt keine Lust, aber sie möchten eben nicht. Und das ist ja okay. Problem ist dann vielleicht nur bei der Partnersuche für asexuelle Menschen, wenn du in eine Partnerschaft gehst, weil es ist ja klar, sie können trotzdem jemanden sehr, sehr mögen, lieben, was auch immer, ohne dass sie vielleicht Lust haben, mit ihm irgendwie die Sexualität auszuleben, in dem Sinn, wie wir das vielleicht kennen. Ich habe bei Wikipedia, gelesen, dass es eben verschiedene Typen gibt der Asexualitäten. Bevor ich das jetzt euch einfach runterratter oder runterlese, kann ich euch ja den Link drunter geben und auch vor allem den Link von dieser Seite, von also dieses Forum, was ich super finde, weil ich meine, jeder möchte ja irgendwie gehört werden, mit jemandem darüber reden oder auszutauschen. Und wenn man nicht der heutigen Norm entspricht, so wie das bei uns ja eigentlich auch ist oder früher war, freut man sich ja immer, sich austauschen zu können. Und diese Asexualität war früher eigentlich nicht so in der Gesellschaft da oder was auch immer, wie es jetzt ist. Und es kommt jetzt langsam erst, so wie es früher eben bei der Homosexualität war. Und ich denke, wenn jeder sich da mal schlau macht, dann weiß er auch einfach, dass es nichts anderes ist, als es ist. Genau. Ja, es tut mir leid, dass ich da mich nicht so gut auskenne, aber ich empfehle euch echt diese Internetseite, die auch eben viele Foren haben und sich austauschen und viele Leute, die da sind, die euch hören oder die mit euch reden können über vielleicht eure Probleme oder was weiß ich. Genau. Dann war es das schon für mich heute. Ich vergesse die Links unten nicht rein zu dingsen. Und ich hoffe, dass heute nicht so ist wie letzte Woche, dass irgendwie ich irgendwann genau gestoppt habe. Das war jetzt kein Stoppen, das war jetzt nur eine kleine schauspielerische Darstellung von mir. Genau, ich hoffe, es klappt. Und es tut mir leid, dass es letztes Mal nicht geklappt hat. Ich habe es nochmal versucht, irgendwie zu überarbeiten, aber dann habe ich einen PC gemacht und hat geraucht. Und naja, dann hoffen wir es mal. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen einen kleinen Anreiz gegeben. Und wenn ihr möchtet, ich würde mich freuen, Kommentare zu dem Thema. Und damit ich mich vielleicht noch schlauer machen kann, so schlau war ich ja nicht über das Thema. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschüss.